gestatten unsere Sprinter heute mal mit Ehrengast. Hallo, mein Name ist Mai Kluge. Viele kennen mich als Weltmeister. Und wer Lust hat, mit zu trainieren, der kommt am besten mit uns. Wer wie die Kollegen einmal einen Hauch von Tour de France erleben will, der sollte bei der Tour de l'Ente mitmachen. Nein, nicht bei der ganz normalen Erlebnistour. Hier geht es wie jedes Jahr ums ganz entspannte Radeln auf verkehrsberuhigten Wegen mit möglichst wenigen Steigungen. Bei der Tour 100 aber muss man sich anmelden und kann sich dann gemeinsam in anspruchsvollem Gelände ausprobieren. Wer mit mindestens 5 Freunden oder Kollegen teilnimmt, hat die Chance, das Weltmeistertraining zu gewinnen. An diesem Tag treffen wir Mai Kluge im Käfertal in Stuttgart. 3-mal ist er Weltmeister geworden. Auf den Sieg 1992 ist er besonders stolz. Weil halt die Location schön waren. Australien, Südamerika, Südafrika. Also von daher war das mal eine schöne Location. Und jetzt das Ländle, ne? Und jetzt ist es Ländle, ja. So, Jungs, seid ihr endlich da? Ja, endlich. Unserer Radlergruppe erklärt der 52-Jährige erstmal, wie Mann und Frau richtig bremsen. Optimal zum Radfahren. Jetzt hebe ich dich mal an. So, schön drauf sitzen bleiben. So, und die Position, ja? Wenn du die jetzt hast, ist alles soweit in Ordnung. Wenn du jetzt weiterhin festhalten würdest, würdest du dich überschlagen, ja? Aber wenn du jetzt die Bremse loslässt, ganz langsam loslassen, hier vorne, loslassen, kommst du sofort wieder runter. Okay. Wenn du mal in der Situation drin warst, weißt du, aha, hu, fühlt sich komisch an. Wo ist denn die Bremse wieder los? Komm ich wieder runter, bin wieder sicher und tu mir nicht weh. Ich habe keinen Aufenthalt, eine Woche im Krankenhaus, sondern ich fahre wieder nach Hause. Los geht's. Und dann geht's los ins Gelände. Geübt wird gleich die belgische Reihe. Was das ist, wussten wir übrigens vorher auch nicht so genau. Nicht so schnell werden. Das Wichtige bei der belgischen Reihe ist im Grunde wirklich soft an dem erstmal vorbeifahren und dann so raus, wenn man direkt am Hinterrad ist. Wir fahren in der Reihe, okay. Wie ist das denn jetzt mit dem Weltmeister zu fahren? Es ist einfach toll, da hinten drauf zu gucken. Und hier, das ist ja das Zeichen. Ne? Diese Regenbogenfarben sind beim Radsport ja das Zeichen für den Weltmeister. Das macht schon was aus, ja. Ist schon was Tolles. Eines ist klar, Spaß gemacht hat das Training mit Mai Kluge. Sehr sogar. Wir können es also bedenkenlos weiterempfehlen.